Die Ausstellung Atelier Bauhaus Wien ist eine Einladung zur Wiederentdeckung eines vergessenen Kapitels der Wiener Kunst- und Architekturgeschichte. Was mich besonders am Werk von Franz Singer und Friedel Dicker und dieses Ateliers interessiert und fasziniert, ist der große Optimismus, der aus diesen Werken spricht. Dass sie in diesem ganzen Horror des Ersten Weltkriegs ihre Teenagerjahre verbracht haben und was dann doch gleichzeitig für eine Euphorie da war, 1919 sich aus heutiger Sicht eigentlich absurden Themen auseinanderzusetzen. Wir haben den Baukasten an den Anfang der Ausstellung gestellt, weil er aufgrund seiner spielerischen Wandelbarkeit, seiner Formen und Farben eigentlich auch schon auf das spätere Werk von Dicker und Singer in der Ateliergemeinschaft hinweist. Ein typisches Merkmal des Bauhauses, aber auch bei den russischen Konstruktivisten, dass man der Auffassung war, dass die Axonometrie für den Auftraggeber verständlich ist und durch Klappen und Verdrehen versucht hat, also die Idee der Verwandelbarkeit des Raumes und der Farbigkeit dem Auftraggeber, den Auftraggeberinnen näher zu bringen. Die Auftraggeber waren ja größtenteils jüdisch und sind dann geflüchtet ins Ausland. Und da gibt es eben spannende Geschichten zu erzählen. Und deswegen ist die Ausstellung auch kulturwissenschaftlich sehr interessant. Das vor dem tragischen Hintergrund, dass Franz Singer nach England übersiedelt ist und so den Zweiten Weltkrieg und die Shoah überlebt hat, während Friedel Dicker in Auschwitz ermordet wurde. Also dieser Optimismus, der da in den 20er und frühen 30er Jahren aus ihren Arbeiten spricht, wurde jäh unterbrochen und zerstört.